Als erstes zeige ich euch das Geschenk für Ja-Sager. Ihr braucht eine hübsche Box und einige Produkte der Marke Ja. Die zweite Idee ist ein Geldgeschenk. Ihr braucht Hartgeld, möglichst klein natürlich, eine Tüte, in die ihr alles einfüllen könnt und Kleintierstreu. Und ihr vermischt einfach diese Kleintierstreu mit eurem Hartgeld und das Brautpaar muss dann halt sehen, wie es an das Geld kommt. Meine letzte Idee ist der Ehe-Notfallkoffer. Dort drin befindet sich russisch Brot, eine Tütensuppe, ein frischer Helfer, ein Snickers, ein Energieriegel und eine kleine Schnapsflasche. Die Tütensuppe ist dafür da, wenn mal keiner mehr kochen will. Das russische Brot, falls die Worte mal ausgehen. Das Snickers, wenn es mal wieder länger dauert, zum Beispiel beim Shopping. Der Energieriegel, wenn mal die Energie ausgeht. Der frische Helfer, wenn mal dicke Luft herrscht. Und das kleine Schnapsfläschchen ist das Beruhigungsmittel für den Mann. Ich hoffe, euch haben meine DIY-Ideen für Hochzeitsgeschenke gefallen und ihr gebt diesem Video einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal!